Das ist Maximilian. Er ist 14 Jahre alt. Gabi und Klaus, Maximilians Eltern, sind etwas besorgt, dass ihr Sohn kein richtiges Hobby hat. Er hätte schon Lust, weiß aber nicht so richtig, für welches Hobby er sich entscheiden soll. Gartenarbeit ist jedenfalls nichts für Maximilian. Segelfliegen. Das wäre doch ein spannendes Hobby. Ein richtiger Pilot werden. Die drei recherchieren im Internet und finden einen Flugsportverein in der Nähe. Dort kann man sogar einen Gastflug machen und es ausprobieren. Maximilian möchte gern einmal mitfliegen. Außerdem möchten Gabi und Klaus wissen, ob Segelfliegen nicht viel zu teuer ist. Am nächsten Wochenende fahren die drei zum Flugplatz. Maximilian findet schnell einen Piloten, der ihn zu einem Schnupperflug mitnimmt. Maximilian begibt sich in die Lüfte. Währenddessen sprechen Gabi und Klaus mit einem Fluglehrer. Der gibt gerne Auskunft. Segelfliegen ist nicht teurer als viele andere Hobbys. Man muss auch kein eigenes Segelflugzeug kaufen, denn dieses stellt der Verein zur Verfügung. Der Segelflugsport ist ein Gemeinschaftssport, bei dem es auf echte Teamarbeit ankommt. Für den reibungslosen Flugbetrieb sind viele Helfer erforderlich. Startleiter, Windenfahrer oder Schlepppilot, Fahrer des Seilrückholfahrzeuges und Helfer beim Startvorgang. Gabi fragt sich, ob Segelfliegen nicht gefährlich ist. Ein Segelflugzeug hat keinen Motor, der stehen bleiben kann. Zudem ist ein Segelflugzeug viel stabiler gebaut als eine moderne Verkehrsmaschine. Und nicht zuletzt wird jedes Flugzeug jährlich durch einen lizenzierten Prüfer kontrolliert. Klaus möchte wissen, was passiert, wenn mal der Wind ausbleibt. Zum Fliegen braucht ein Segelflugzeug keinen Wind, sondern Aufwinde, die entweder durch Thermik, das ist aufsteigende Luft, die durch Sonneneinstrahlung am Boden erwärmt worden ist, oder durch Wind, der an einem Berg nach oben abgelenkt wird, entstehen. Wenn dann der Rückweg zum Flugplatz zu weit ist, sucht sich der Segelflieger einfach eine geeignete Landemöglichkeit und macht eine Außenlandung. Das ist bei Segelfliegern ganz normal und ist keine Notlandung. Das Segelflugzeug wird dann auf dem Landefeld abgerüstet und mit einem Segelfluganhänger zurücktransportiert. Um das alles zu lernen, bekommt man im Verein eine gute und intensive Ausbildung durch erfahrene Fluglehrer. Die Segelflugausbildung kann mit 14 Jahren begonnen werden. Wenn man regelmäßig am Flugbetrieb teilnimmt, dauert die Ausbildung in einem Verein durchschnittlich etwa 2 bis 3 Jahre. In den warmen Monaten, etwa von April bis Oktober, wird geflogen und im Winter wird die Theorie vermittelt. Ein großer Moment ist der erste Alleinflug. Der Fluglehrer beobachtet den Flugschüler dabei vom Boden aus. Danach fliegt der Fluglehrer immer seltener mit. Am Ende der Ausbildung steht noch eine theoretische und eine praktische Prüfung an. Von da an darf man als frisch gebackener Pilot auch Gäste mitnehmen. Und wenn man erst die Segelfluglizenz besitzt, kann man recht schnell und einfach eine Klassenberechtigung für Reisemotorsegler erwerben und danach sogar auf richtige Motorflugzeuge umschulen. Inzwischen kehrt Maximilian von seinem Gastflug zurück. Er ist hellauf begeistert von dem Flug. Ihm ist klar, er möchte selbst Segelfliegen lernen. Auch seine Eltern sind nun überzeugt, dass dieses Hobby das Richtige ist. Na dann herzlich willkommen in unserem Verein, sagt der Fluglehrer.